Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pfade des Wissens. Ja, heute beschäftigen wir uns mit einem Sonderthema. Wie ihr schon seht, es geht um Valentinstag und das Thema Liebe. Und wie ihr anhand der Zahl 1 erkennen könnt, wird mir hier eine Vorlesung nicht genügen. Nein, wir müssen das in zwei Teile spalten. Und wir werden innerhalb dieser Vorlesung lernen, warum wir uns verlieben, was Liebe überhaupt ist und werden die bittere Erkenntnis ziehen müssen, eigentlich haben wir gar keine Wahl, in wen wir uns verlieben oder warum, sondern es passiert halt einfach, wie es ist. Aber wir haben zumindest die Chance zu verstehen, was das ist, wieso es passiert und auch, wie wir es ein wenig steuern können, sowohl als aktiver Part als auch als passiver Part. Der erste Teil ist daher jetzt hier der rein theoretische Teil, wo wir uns den Valentinstag anschauen, dann wie der perfekte Partner in der Theorie wäre, quasi was eigentlich ein Partner erfüllen müsste, um perfekt zu sein. Und der dritte Punkt ist das Bewusstsein, natürlich gleichzeitig mit dem Thema Unterbewusstsein, die hängen ja zusammen. Und das ist quasi Grundlage für unsere nächste Vorlesung, wo wir dann feststellen werden, ha, das, was wir jetzt in der ersten Vorlesung gelernt haben, das ist alles schön und gut, so wäre es ideal, aber die Wahrheit sieht halt anders aus. Wir verlieben uns nicht zwingend in genau die Person, mit der wir quasi vorherbestimmt ewig zusammen sein werden. Ansonsten gäbe es natürlich auch keine Scheidungen. Gut, wir fangen ganz normal an und klären, was der Valentinstag ist. Denke, jedem bekannt ist, dass dieser als Tag der Liebe begangen wird. Und was auch die meisten wahrscheinlich wissen, in den USA und Europa wird er überwiegend am 14. Februar gefeiert. In anderen Ländern gibt es verschiedene Ausprägungen und verschiedene abweichende Daten dazu. Sein Ursprung hat er im Jahre 469. Dort wurde er vom Papst Gelasius als Gedenktag des heiligen Valentinus eingeführt. Und dieser war ein Märtyrer, da er sich über das Verbot, dass Soldaten nicht heiraten dürfen, hinweggesetzt hat und diese entgegen des Verbotes halt dennoch getraut hat. Seine Belohnung oder besser als seine Strafe dafür war, dass er am 14. Februar 269 hingerichtet wurde. Und ja, der Valentinstag, der Tag der Liebe, ist halt sein Jahrestag seines Todes. Unserem heiligen Valentin von Rom wird nachgesagt, dass er den Ehepaaren, die er traute, Blumen aus seinem eigenen Garten schenkte und dass die Ehen, die er beschloss, besonders glücklich und lang verliefen. Daher ist es auch Brauch und ein beliebtes Valentinstagsgeschenk, Blumen zu verschenken. Erst im 18. Jahrhundert entwickelt sich in England die Tradition, den Geliebten Süßigkeiten oder Blumen zu schenken. Durch die zunehmende Industrialisierung und Verbreitung des Valentinstages als ein Festtag, an dem Liebende sich etwas schenken, nahm natürlich die wirtschaftliche Stellung des Valentinstages deutlich zu. Was natürlich in Werbekampagnen und Ähnlichem resultierte, vor allem im Bereich Blumen, Süßwaren und Valentinskarten, weil die jeweiligen Verkäufe von denen, welche einerseits zur kulturellen Verbreitung des Valentintages führten, als auch andererseits auch zu dessen weiteren fortschreitender Kommerzialisierung führten, daraus natürlich ihre Vorteile zogen. Beispiel ist, dass der britische Handel im Jahre 2015 allein 1,9 Milliarden Pfund Umsatz durch Verkauf von Valentinstagsartikeln gemacht hat, während in den USA geschätzt rund 1 Milliarde Valentinstagskarten verschenkt wurden. Wir sehen, wir reden hier also über einen großen Markt für einen eigentlichen, nenne ich es jetzt mal, bürgerlichen Feiertag, der kein offizieller Feiertag, damit eher eine Art Festtag ist. Wie schon erwähnt, in anderen Ländern und Kulturen gibt es Äquivalente zum Valentinstag. Die sind aber meist unbekannter und daher weniger kommerzialisiert. Es kann auch parallel mehrere Liebesfeiern und Liebesfeste in einem Jahr geben. Zum Beispiel gibt es in China und Japan das relativ bekannte Tanabata. Und der Legende nach können sich der Kuhhirte, welcher der Stern Altair ist, und seine geliebte Weberin, der Stern Vega, nicht sehen, da ein Fluss, die Milchstraße, sie trennt. Und nur am 7. Tag des 7. Monats überwinden sie den Fluss und können so zusammen sein. Und das ist Tanabata, der Tag der Liebe. In einigen asiatischen Ländern wird der Valentinstag auch als Black Day begangen. Frauen schenken hier ihren Geliebten dunkle Schokolade, woher der Name Black Day kommt. Wenn die Liebe erwidert wird, erhalten sie einen Monat danach von ihrem Geliebten weiße Schokolade zurück. Das wird dann White Day genannt. Gibt verschiedene Variationen. Es gibt auch Varianten, wo die Tradition halt umgekehrt ist oder
obwohl es kein Gegenstand geben muss. Und es gibt auch die Variante, dass hier nicht wirklich die Liebe zwischen zwei liebenden Personen, sondern auch Liebe im Sinne von Freundschaft, Verbundenheit, familiäre Zugehörigkeit oder tatsächlich sogar obligatorisch, das heißt verpflichtend, ausgedrückt werden muss, indem man sich Schokolade schenkt. Bei einigen islamisch orientierten Staaten wird das Begehen des Valentinstages geahndet, teilweise mit Verhaftung und Verurteilung durch Scharia-Gerichte. Für jeden, der nicht weiß, was ein Scharia-Gericht ist, das ist ein Gericht, welches nach islamisch-religiösen Recht urteilt. Also sprich, das sind nicht an ein staatliches Gesetz gebunden, sondern quasi das göttliche Recht des Islams. Grund dafür ist einerseits die kulturelle Verdrängung eigener Liebesfesttage, man will das halt unterbinden, als auch das Begehen eines Festes, das im Christentum seinen Ursprung hat. Natürlich, diese monotheistischen Religionen stehen ja miteinander leider manchmal in Konkurrenz und da kommt es halt auch zu sowas. Typische Symboliken für den Valentinstag sind Herzen, Tauben und kleine Engel, die sogenannten Cupidos, die Liebesengel. Es gibt auch typische Valentinstagsrituale, das sind zum Beispiel das gemeinsame Ausgehen oder das Essen gehen. Oder der Erwerb von einem Valentinschloss, das ist ein Schloss, wo der Name der Liebenden dann eingraviert wird. Und dieses wird dann an einer Brücke oder anderen öffentlichen Orten befestigt. Und dann gibt es verschiedene Abwandlungen. In manchen Varianten muss der Schlüssel entweder von dem Paar verwahrt werden oder in anderen Varianten wird er in ein Gewässer geworfen, wobei beide sich still einen Wunsch äußern, der nicht ausgesprochen werden darf, damit er in Erfüllung geht. Also so ein bisschen ähnlich wie mit Sternschnuppen. Typische Valentinstagsgeschenke brauchen wir, denke ich, nicht groß erwähnen. Das sind halt die bekanntesten Sachen. Schokolade, Valentinskarten und Blumen hauptsächlich. Kann aber auch natürlich weitere Sachen geben, wie zum Beispiel Schmuck. Und damit sind wir beim zweiten Unterpunkt, der perfekte Partner in der Theorie. Jetzt müssen wir uns die Frage stellen, was wäre ein perfekter Partner? Und das wäre von der Logik her ja jene Person, welche die eigenen Ansprüche erfüllt und das eigene Leben ergänzt. Das heißt, er muss eigene, selbst festgelegte, subjektive Kriterien erfüllen. Man muss hierbei natürlich auch zwischen körperlichen Eigenschaften, die für eine rein sexuelle Anziehung maßgeblich sind, und mentalen Eigenschaften, die für eine emotionale, dauerhafte Verbundenheit maßgeblich sind, unterscheiden. Schauen wir mal. Wir haben eigentlich vier Varianten. Stimmen die körperlichen Eigenschaften? Sagen wir also, wow, der oder die ist sehr hübsch. Die mentalen Eigenschaften stimmen man nicht, sagt, boah, der oder die ist eher total verrückt, bescheuert, was auch immer. Dann kann das durchaus sein, dass wir uns körperlich, sexuell zu dieser Person hingezogen fühlen und halt, ja, ich sag mal, durch Hormon gesteuert gerne Nachwuchs produzieren würden. Aber niemals in Frage kam, käme für eine lange Partnerschaft, einfach weil wir wüssten, dass wir mit dieser Person nicht auf einer Wellenlänge sind und wir uns eigentlich nur streiten würden. Dann gibt es die andere Variante. Wir sagen, boah, den will ich nicht ansehen, aber boah, eigentlich ist er ja total nett. Oder auch sie. Hier käme höchstens eine platonische Liebesbeziehung in Frage, ohne körperliche Aspekte. Das heißt, heutzutage ist ja Freundschaft plus quasi, ich bin mit dir befreundet und treibst mit dir. Das wäre also quasi dann jetzt Freundschaft minus. Ich bin mit dir befreundet, aber ich möchte keinerlei Körperkontakt. Nein, das ist einfach so wirklich, wenn man sagen, wenn das Äußere keine Rolle spielt, wenn da keinerlei Attraktion, möchte ich jetzt mal sagen, besteht, aber man sich halt wirklich auf emotionaler, mentaler Ebene wunderbar versteht. Also quasi eine Freundschaft, die so stark sein kann, dass sie in einer nicht körperlichen Liebe resultiert. Und die letzte Variante, wenn beide stimmt, dann haben wir natürlich eine körperliche und emotionale Beziehung. Das ist eigentlich das, was wir grundsätzlich meinen, wenn wir sagen, die lieben sich. Gut, die körperlichen Eigenschaften, machen wir damit weiter. Die sind natürlich durch die Gene mehr oder weniger festgelegt. So kann zum Beispiel im allgemeinen Aussehen natürlich nicht großartig verändert werden. Allerdings gibt es natürlich trotzdem die Möglichkeit, ein bisschen zu manipulieren. Zum Beispiel, wenn wir operative Maßnahmen an uns vornehmen lassen. Andere Sachen sind zum Beispiel Körperhaltung, Mimik und Gestik. Die werden hauptsächlich von unserem Unterbewusstsein gesteuert und repräsentieren, ob wir das wollen oder nicht, unsere aktuelle Gefühlslage. Das heißt, wenn wir traurig sind, dann sehen wir auch traurig aus. Wenn wir glücklich sind, dann sehen wir auch glücklich aus.
Jetzt werden einige argumentieren, ja, Moment, das stimmt aber nicht bei jedem, ne? Gibt ja auch so richtige Pokerfaces und Leute, die das bewusst ändern. Ja, durch Achtsamkeit und Übung kann man lernen, das zu kontrollieren, sich selbst zu beobachten und auch dementsprechend zu manipulieren. Einerseits sich selbst, dass man das nicht ausstrahlt und damit andererseits, dass andere uns nicht so sehen oder nicht das sehen, was in uns vorgeht. Das heißt, dann entspricht unsere aktuelle Gefühlslage nicht unserer Körpersprache. Das kann man durchaus trainieren, aber es bedeutet halt, dass man immer achtsam sein muss. Und in dem Moment, wo man das nicht mehr ist, wenn man auch jemanden so erwischt, wenn er nicht mehr achtsam darauf achtet, dann sieht man halt wirklich, was er fühlt, weil das kann er nicht ansonsten steuern, wenn er sich nicht ständig überwacht. Eine weitere Variante, sagen wir, das Äußere so zu ändern, dass ein anderer Eindruck entsteht, ist Kleidung, Kosmetik und dergleichen. Denn die tragen deutlich zur Erscheinung bei und beeinflussen natürlich auch die Art, wie andere uns einschätzen. Wir fassen alles nochmal zusammen. Körperliche Eigenschaften sind das normale Aussehen, Körperhaltung, Mimik, Gestik, Kleidung, Kosmetik und alles andere, was wir machen können, damit wir halt anders aussehen, als unsere Gene es uns vorschreiben. Und für alle, die sagen, ja Moment, man soll einen Menschen doch nicht nach seinem Äußeren beurteilen. Stimmt natürlich, das sollten wir nicht, weil das Äußere ist nicht zwingend das Innere. Aber de facto macht es wohl immer evolutiv Sinn, dass sobald wir jemanden sehen, unser Unbewusstsein gleich eine Entscheidung trifft. Machen wir dazu mal ein Experiment. Und zwar, ich zeige jetzt einige Bilder von Personen und ihr sollt sofort die erste Eigenschaft oder meinetwegen auch die ersten zwei oder drei aufschreiben, welche auf die gezeigte Person zutreffen. Dafür haben wir, sagen wir, 10 Sekunden Zeit. Nicht groß überlegen, sondern wirklich einschreiben, was man sofort gedenkt als Gefühl. Bereit? Okay, hier kommt Nummer 1. Und stopp. Die meisten werden jetzt Folgendes geschrieben haben. Der ist nett oder fröhlich, er ist vertrauenswürdig. Warum? In dem Fall beurteilt unser Unterbewusstsein das Lächeln und dieses vermittelt uns positive Gefühle und wirkt vertrauenerweckend. Man könnte auch schreiben, er ist ernst, erfolgreich, reich. Das wäre von unserem Unterbewusstsein, weil wir sehen, da ist jemand ein Anzug und er hat ein gepflegtes Äußeres. Das heißt also, er muss eine höhere Position oder irgendeine seriösen Tätigkeit nachgehen. Machen wir mit Nummer 2 weiter. Bereit? Okay, selbe Aufgabe, los geht's. Und stopp. Ja, die meisten werden im Durchschnitt hier arm, traurig oder perspektivlos und all solche Worte geschrieben haben. Das liegt daran, dass seine Körperhaltung abweisend ist und die Kleidung wir natürlich mit Armut verbinden. Wir wissen nicht, ob er wirklich arm ist. Er könnte natürlich durchaus reich sein und sich auch gerne so kleiden. Aber dieser Gedanke, der ist ein bewusster Gedanke, das Überlegen, stimmt das, was wir sehen? Aber unser Unbewusstsein sagt gleich arm. Einfach weil wir gelernt haben, dass jemand, der reich ist, höchstwahrscheinlich nicht so aussehen wird. Okay, und last but not least Nummer 3. Selbe Aufgabe und die Zeit läuft wieder. Und stopp. Ja, hier kommen natürlich eher Begriffe wie sportlich, gesund oder fit in Frage. Man erkennt halt einfach, da ist ein Sportler abgebildet, höchstwahrscheinlich ein Fußballer. Denn die Kleidungsseite zeichnen ihn einfach entsprechend aus. Und wir assoziieren natürlich Gesundheit, Sport, Fitness. Das assoziieren wir natürlich mit Sportlern. Und der schlanke Körper sorgt auch dafür, dass du jetzt nicht denkst, okay, ist vielleicht nur so ein Couchkartoffel, die sich da irgendein T-Shirt angezogen hat. Nein. Das heißt, unser Unterbewusstsein trifft schon längst eine Entscheidung, bevor wir überhaupt drüber nachgedacht haben, ob diese zutreffend ist. Und das ist evolutiv auch vollkommen okay. Es war evolutiv schon immer sehr sinnvoll. Wir sehen was und haben sofort dazu eine Emotion, um darauf zu reagieren. Es ist natürlich, wenn jemand, sag ich mal, einer Gruppe angehört und sieht eine Gruppe, die feindlich zu dieser ist und das Unterbewusstsein erkennt sofort diese Person, dass man sofort die Meldung kriegt, Gefahr, Vorsicht, weg hier.
Wie gesagt, in weniger als einer Sekunde hat unser Unterbewusstsein die Bilder mit Vergleichbaren aus unserer Erinnerung abgeglichen und die damit verbundenen Erfahrungen und Emotionen auswertet und so das aktuelle Bild emotional bereits eingestuft, bevor wir überhaupt nachdenken konnten drüber. Das passiert nebenbei im Hippocampus. Der tut alle eingehenden Informationen mit Emotionen versehen und das ist Teil des Unterbewusstseins. Wir haben keinen Einfluss darauf, wir können das nicht steuern. Natürlich erhalten wir auch keine zwingend zuverlässige Einschätzung, sondern wir müssen so sagen, wie es ist, ist ein Vorteil. Ein Vorteil aufgrund des ersten äußeren Eindrucks, den wir gewonnen haben. Das ist sinnvoll und schnell, denn wir können dadurch super schnell reagieren und Einschätzungen treffen. Das ist auch wichtig, evolutiv gesehen. Und da Menschen sich gerne profilieren, das bedeutet, dass sie ihr Äußeres entsprechend ihre Mentalität gestalten, also durch Kleidung, die damit assoziiert wird, Schminke, keine Schminke, Körperhaltung etc., ist die Einschätzung meist richtig. Sprich, wir sehen jemanden und anhand seines Aussehens ordnen wir ihn Eigenschaften zu, Gefühlen oder die Zugehörigkeit zu einer Gruppe. Und wenn er uns nicht bewusst täuschen möchte, was halt standardmäßig eher der Fall ist, dann ist diese Einschätzung in der Regel auch richtig. Wir können den Mechanismus sowieso nicht steuern, wir müssen uns damit arrangieren. Aber dadurch, dass wir nicht steuern können, ist er halt anfällig für bewusste Manipulation. Ganz einfach, indem man sich so nach außen gibt, wie man gerne eingeschätzt werden möchte. Und der Spruch, Kleider machen Leute, der trifft auf jeden Fall zu, denn man kann auf jemanden attraktiv wirken, indem man das eigene Äußere den mentalen Wunschvorstellungen des anderen anpasst. Zum Beispiel wirke ich, genau wie jeder andere höchstwahrscheinlich auch, erfolgreicher, wenn ich mir einen entsprechenden Anzug, Schlips und Krawatte anziehe, als wenn ich einen Jogginganzug jemandem begegne. Da mache ich einen ganz anderen Eindruck. Da gab es auch sehr interessante Experimente dazu. Zum Beispiel hat dann einer in Anzug an der Tankstelle gebeten, ob denn ein anderer, der dort auch gehalten hat, vielleicht für ihn mitzahlen könnte, weil er gerade bei einer Besprechung sein Portemonnaie vergessen hat und jeder Dritte ungefähr hat gezahlt. Dieselbe Person in einem vergleichbaren Zeitraum war dann in sehr, sehr lockeren, sportlichen Klamotten, war nicht der Jogginganzug, war so, ja, ich nenne es mal Sportdress halt. Und da hat es irgendwie eigentlich, glaube ich, war es jeder 12. oder jeder 13. Es waren weniger als 10 auf jeden Fall. Nur jeder 12. oder 13. hat sich dann dazu bereit erklärt. Das heißt also, alleine durch Wechseln der Kleidung hatten wir eine eindeutige Beeinflussung bewirkt. Damit kommen wir aber mal vom Aussehen weg und zu den mentalen Eigenschaften. Denn diese stehen für eine dauerhafte Beziehung ja bekanntermaßen im Vordergrund, da ein dauerhaftes Zusammenleben nur dann glücklich verläuft, wenn gleiche und oder sich ergänzende Vorstellungen überwiegen. Die Fachbegriffe für Zusammenhalt durch Gleichheit nennen sich mechanischer Zusammenhalt. Und der Fachbegriff für Zusammenhalt aufgrund sich ergänzender Vorstellungen oder Eigenschaften nennt sich organischer Zusammenhalt. Dadurch müssen wir zwischen gleichen, sich ergänzenden, sich nicht beeinflussenden bzw. neutralen, nicht tolerierbar gegensätzlichen und tolerierbar gegensätzlichen Vorstellungen unterscheiden. Diese Einschätzungen sind natürlich subjektiv und müssen selbst gewichtet werden. Bei Lebenszielen wie Heirat, Umzug oder Kinderwunsch sollten natürlich gleiche oder sich ergänzende Vorstellungen vorliegen. Da ist es schwer zu tolerieren, so nach dem Motto, was, du willst ein Kind haben? Naja, eigentlich finde ich das nicht so toll, aber okay, ja, mach mal ein Kind, ist okay. Das ist eher unwahrscheinlich, da muss man sich schon einig sein. Die Suche nach dem idealen Partner könnte dadurch logischerweise anhand einer Tabelle durchgeführt werden, welche die eigenen Vorstellungen mit den Eigenschaften und Vorstellungen des Partners vergleicht. Das würde dann ungefähr so aussehen. Wir haben hier eine Tabelle. Links haben wir die Spalte Vorstellungen. Dann haben wir identisch, ergänzend, neutral, tolerierbar, nicht tolerierbar. Die Vorstellungen im Partner. Hier in dem Beispiel haben wir Julietta, die Romero kennenlernt. Der gefällt ihr optisch. Das heißt, damit haben wir schon mal die optische in Sache abgedeckt. Und sie hat folgende Ansprüche, wobei ihr Kinderwunsch ihr besonders wichtig ist. Sie hätte gern 2 Kinder, soll ihren Beruf mögen, Geschichtslehrerin, das muss Romero dann akzeptieren und sie würde es bevorzugen, wenn der Mann nicht dauernd Fußball schauen würde. Romero hat sie so ein bisschen erfahren, möchte gerne 2 Kinder haben, das ist ein identischer Wunsch und damit eindeutig realisierbar.
Romero interessiert sich erstaunlicherweise auch für Geschichte. Damit kann sie sein Interesse, Geschichte zu erfahren, mit ihrem eigenen Interesse, Geschichte zu lernen, wunderbar ergänzen. Dadurch profitieren beide. Das heißt, wir haben hier einmal einen mechanischen Zusammenhalt und einmal einen organischen Zusammenhalt. Aber Romero ist halt auch ein begeisterter Fußballfan, womit Julieta halt nichts anfangen kann. Was sie aber kann, ist, sie ist in der Lage, es zu tolerieren. Es stört sie halt nicht wirklich. Sie findet es jetzt nicht toll, aber es stört sie auch nicht. Damit ist es tolerierbar. Wäre es nicht tolerierbar, dann wäre die Sache hier gescheitert, weil man muss hier abwägen, wie viele nicht tolerierbare Sachen kann ich zulassen, wie viele tolerierbare kann ich zulassen und wie wichtig sind mir diese. Und anhand dieser Sachen abschätzen, okay, mit dem komme ich aus, mit dem komme ich super aus, boah, da passt alles oder die wir ergänzen uns total toll, was sogar noch besser ist, dann wäre das ein toller Partner, rein theoretisch. In unserem Fall wäre Romero ein potenzieller Partner, da er alle Ansprüche erfüllt. Da ist so eine Sache dabei, die ihren Mitbewohner nicht gefällt, aber sie kann sie tolerieren und damit ist es okay. Natürlich hat diese Theorie massive Probleme. Einerseits ist es fast unmöglich, alle Vorstellungen zu bedenken und damit überhaupt zu überprüfen, denn diese können spontan und unvorhersehbar auftreten und erst über Jahre entstehen oder durch veränderte Situationen erst einmal entstehen. Zweitens, alle notwendigen Informationen zur Beurteilung zu erfahren, ist fast unmöglich. Es ist zudem auch unpraktikabel. Und sind wir ehrlich, bei einer Kennenlernphase jemanden regelrecht ausfragen, das ist dann eher ein Vorstellungsgespräch und das ist auch nicht sehr angenehm. Dann findet man vielleicht den theoretisch passenden Partner, aber man selbst würde wahrscheinlich nur schwerlich passen, es sei denn, jemand steht wirklich auf so eine Art Kontrollfreak, sage ich mal. Es ist natürlich wichtig in der Kennenlernphase, die heißt so, weil man sich kennenlernt, es ist wichtig, da Daten zu erfahren, auch auszutauschen. Aber es ist auch wichtig, miteinander Spaß zu haben. Wie man so schön sagt, es muss einfach passen. Das ist eine Gefühlssache. Und wir werden dann auch sehen, diese Gefühlssache, die tut diese Theorie hier in der Sache eh überschatten. Nicht, weil die Theorie schlecht ist, sondern einfach, weil unsere Biologie verhindert, dass wir dieser Theorie nachgehen können. Drittens, es handelt sich um eine Momentaufnahme. Menschen und damit ihre Eigenschaften und Vorstellungen, die ändern sich halt dynamisch und passen sich an. Und das heißt, wir können zwar rein theoretisch den perfekten Partner finden zu einem Zeitpunkt, in dem wir die Information erfahren, zu einem späteren Zeitpunkt können die aber halt anders sein. Das heißt, unser Modell hier gibt keine zutreffende Zukunftsprognose. Viertens, das ist das, was ich schon bei zweitens angedeutet habe, aufgrund unserer Physiologie, sprich Hormone, sind wir überhaupt nicht in der Lage, objektiv zu urteilen. Vorstellungen und Eigenschaften des Partners werden auf emotionaler Ebene bereits angeglichen. Das nennen wir rosa-rote Brille. Dazu kommen wir dann auch später dann im Physiologie-Teil, also im zweiten Teil dieser Vorlesung. Und glauben jetzt einfach erstmal, in dem Moment, wo die Hormone sich einschalten, da sind wir eigentlich blind, taub, im Stress. Wir sind überhaupt nicht in der Lage, diese objektive Liste hier zu haben. Wir könnten sie erstellen, wir könnten sie aber nicht objektiv überprüfen. Wir wären schon im Moment, wo wir denken, ah, okay, ich habe diese Eigenschaft überprüft und sie passt. Tja, das hätten wir überprüft, aber sie würde vielleicht gar nicht passen, sondern wir sind schon so gesteuert von unseren Hormonen, dass wir sie uns quasi mental passend gemacht haben, ohne es zu merken. Das Gemeine ist halt wirklich, wenn wir uns verlieben, dann könnten wir eine Liste machen und alle Pros und Kontras aufschreiben. Und in der Regel würden die Kontras überwiegen. Verlust von Freiheit, Eingehen von Verpflichtungen und so weiter und so weiter. Man hätte eine sehr, sehr lange und schwere Liste an Kontras und eine relativ kurze an Pros. Und trotzdem würden wir uns immer für die Pro entscheiden. Da haben wir gar keine Wahl zu. Damit kommen wir zum letzten Thema vom ersten Teil der Vorlesung, das Bewusstsein. Nicht zu unterschätzen ist Bewusstsein und Unterbewusstsein, die eigentlich zusammenarbeiten sollen, aber in Wahrheit, ja, ist das Bewusstsein vom Unterbewusstsein gesteuert und hat ab und an mal ein bisschen Mitspracherecht. Zumindest macht unser Unterbewusstsein uns glauben, dass wir manchmal selber denken. Machen wir vielleicht aber erst noch ein kleines Experiment, um überhaupt zu verstehen, was ist denn Bewusstsein? Dazu möchte ich euch bitten, ganz, ganz einfaches Experiment. Nehmt ein A4-Blatt und teilt das in der Mitte mit einem Strich in zwei Hälften. Ich habe hier natürlich kein A4-Blatt genommen, weil ich keinen Platz habe und deswegen sieht es so aus, aber nehmt einfach mal ein A4-Blatt
und macht eine Linie in der Mitte. Muss auch nicht gerade sein, einfach nur, dass wir zwei Hälften quasi haben. Jetzt, nächste Aufgabe, in die linke Hälfte sollt ihr euren Vor- und Nachnamen 10-mal mit eurer Schreibhand halt hineinschreiben und die Zeit dabei stoppen. Pausiert das Video hier an der Stelle, ich stoppe jetzt natürlich nicht und habe meine Unterschrift da schon hingekrakelt. Okay, wir machen weiter. Jetzt kommt die zweite Phase, das Video auch danach wieder stoppen. Jetzt sollt ihr in die andere Hälfte wieder euren Vor- und Nachnamen 10-mal schreiben, allerdings mit der anderen Hand. So, jetzt ist die Frage, habt ihr gemerkt, was hier abgeht? Mit der Hand, mit eurer Schreibhand, habt ihr sehr schnell geschrieben und es fiel euch leicht. Das war kein Problem, ihr habt auch gar nicht drüber nachgedacht. Ihr könnt halt einfach mit der Hand schreiben, wenn ihr schreiben könnt, was die meisten wahrscheinlich können. Und auf unserer rechten Seite, wo wir mit unserer anderen Hand geschrieben haben, da waren wir relativ langsam. Es hat länger gedauert. Es war schwer und anstrengend und auch die Linie, wenn ihr mit einem Füller oder so steht, werdet ihr erkennen, ist dicker, der Tintenabdruck wird tiefer sein. Das liegt daran, in dem Moment haben wir nicht einfach aus Gewohnheit geschrieben, sondern haben überlegen müssen, okay, ich muss meine Hand jetzt auf die und die Weise bewegen, ich muss meine Hand in folgender Stellung halten, der Buchstabe, den ich hier versuchen muss, irgendwie zu zeichnen, sieht so und so aus. Außer ihr seid natürlich jene begnadete Menschen, die zwei Schreibhände haben oder sich das antrainiert haben, dann war das für euch nicht möglich. Aber ansonsten habt ihr jetzt zwei Unterschriften. Links habt ihr mit euren Bewusstsein Unterbewusstsein unterschrieben und rechts habt ihr mit eurem Bewusstsein unterschrieben. Das Bewusstsein, wo ihr gemerkt habt, das dauert lang und da brauche ich viel Energie, und das Unterbewusstsein, hey, das geht schnell, habe ich doch so nebenbei gemacht, kein Problem. Das Unterbewusstsein ist halt schneller und energetisch sparsamer und wird daher eigentlich immer dann verwendet, wenn bekannte Situationen oder Tätigkeiten ausgeführt werden. Interessanterweise, wir denken, oder viele von uns denken, sie sind multitaskingfähig. Ich muss gestehen, manchmal glaube ich das auch, aber eigentlich weiß ich es besser. Wir sind nicht wirklich multitaskingfähig. Wir können immer nur eine einzige Sache bewusst machen. Das geht wirklich nicht anders. Viele sagen, ja, Moment, ich kann aber gleichzeitig Auto fahren und einen Kaffeebecher halten und trinken. Stimmt, das könnt ihr. Aber bewusst macht ihr nur eines der Dinge. Ihr konzentriert euch bewusst auf den Verkehr oder bewusst, ich muss die Tasse zum Mund führen oder was auch immer man hat. Der andere Teil wird in dem Moment von Unterbewusstsein gemacht. Das erlaubt uns auch, parallel Sachen zu machen. Ich meine, in dem Moment, wo ich die Vorlesung halte und ihr sie seht, passiert unterbewusst Folgendes. Ohne dass ich weiß, oder was heißt weiß, ich wüsste schon, wenn ich darüber nachdenken würde, aber ohne drüber nachzudenken, atme ich, spreche ich, bewege diverse Muskeln, ich gestikuliere ja auch, ihr könnt das nur nicht sehen. Ihr hört zu, denkt mit, das ist dann schon wieder Bewusstsein. Atmet, aber es passieren sehr viele Dinge gleichzeitig. Das macht alles unter unser Unterbewusstsein. Wir werden völlig überfordert damit. Bewusst bin ich jetzt bei meinen Gedanken. Was sage ich euch? Wie präsentiere ich euch das? Wie kriege ich das alles sehr schön rüber, was ich hier vorbereitet habe? Und ihr seid bewusst in dem Punkt, okay, ich höre zu, ich denke mit und mache mir meine Gedanken. Was wir natürlich auch gelernt haben, ist, unser Bewusstsein erfordert dementsprechend sehr viel Konzentration, ist daher anstrengend und es wird halt nur zugeschaltet, wenn es wirklich unbedingt notwendig ist. Das heißt, wenn neue Situationen auftreten oder wir quasi wirklich ernsthaft über was sinnieren. Deswegen, das kann man vielleicht merken, wenn man mal in eine, also für die Leute, die nicht nur Großstadt sind, wenn man auf dem Land oder so ist und kommt in die Großstadt, dann ist es erstmal extrem anstrengend. Es sind haufenweise neue Eindrücke und wir brauchen unser Bewusstsein. Das ist zwar überall, wenn wir neu sind, dann schalten wir unser Bewusstsein an. Deswegen fühlt es sich auch ein bisschen unangenehm an, wenn man irgendwo hin muss, vielleicht sogar mit Termin, war da noch nie. Dann müssen wir bewusst schauen, wo ist der Straßenname, welche Hausnummer, muss ich hier reinbiegen. Da brauchen wir unser Bewusstsein. Wenn wir mal da waren, vielleicht sogar mehrfach, dann brauchen wir es nicht mehr. Wir wissen einfach, wie wir da hinkommen. Das macht unser Unterbewusstsein ganz von alleine und wir können unsere Gedanken auf andere Dinge verschwenden. Interessanter Fakt, das Unterbewusstsein übernimmt mindestens 90% aller Denkvorgänge. Manche Experten meinen sogar 98%. Und selbst die Welt, die wir sehen,
entspricht leider nicht der Realität. Wir alle sehen hier eine Welt um uns herum, aber keiner von uns war wirklich in der Realität. Das ist alles nur eine Abbildung unserer Interpretation unseres Unterbewusstseins. Denn die Eindrücke unserer Sinne werden bereits verarbeitet und mit Erfahrungen, Erinnerungen und Gefühlen abgeglichen und entsprechend angepasst. Und bewusst erhalten wir nur dieses bereits interpretierte Abbild. Wir merken nicht, dass es unterbewusst passiert. Aber es ist halt wirklich so, wir kriegen nicht die Realität zu sehen, sondern die bereits veränderte Realität von unserem Unterbewusstsein, die wir denken bewusst wahrzunehmen. Gute Beispiele dafür sind zum Beispiel optische Täuschung oder Illusion. Denn wir interpretieren Größe abhängig von der Umgebung. Nehmen wir als Beispiel den blauen und die roten Kreise. Der blaue Kreis links erscheint kleiner als jener rechts. Einfach aus dem Grund, weil der linke von den großen roten Kreisen umgeben ist. De facto, ihr könnt euch ja denken, sie sind alle beide gleich groß. Aber unser Unterbewusstsein setzt sich durch. Es sagt, natürlich ist der linke kleiner, denn die drumherum sind größer. Wir beobachten das alles relativ zueinander. Und damit haben wir auch gar keine Wahl. Wir wissen jetzt bewusst von dieser Sinnestäuschung, aber wir sehen es trotzdem nicht. Das Gemeinste an der Sache ist, leider gibt es nur eine Kommunikation vom Unterbewusstsein zum Bewusstsein, aber nicht umgekehrt. Das heißt, logischerweise, wir merken nicht einmal, wann wir wirklich etwas entscheiden oder wann wir nur das Ergebnis unseres Unterbewusstseins wahrnehmen und das als eigene Erkenntnis empfinden. Nachteil davon ist natürlich, dass uns dies für Manipulationen sehr anfällig macht, wie sie zum Beispiel Zauberer, Magier oder Illusionisten benutzen, um halt unsere Aufmerksamkeit und damit unser Bewusstsein auf Dinge zu lenken, die scheinbar wichtig sind, damit wir unsere Aufmerksamkeit nicht auf jene Dinge anwenden, die wirklich wichtig sind, und zwar ihre Manipulation und ihre Tricks. Die Macht des Unterbewusstseins lässt sich gut auch am Iowa Gambling Test veranschaulichen. Den Link, wie alle anderen, packe ich in die Videobeschreibung rein. Und ich stelle euch hier mal kurz die Regeln zu diesem Iowa Gambling Test vor, und ihr könnt den gerne mal machen. Ihr seht, dann werdet dann vier Stapel vor euch sehen. Und ja, aus einem dieser vier müsst ihr auswählen. Und jeder dieser Stapel kann einen Gewinn in grün, als auch eine Gebühr, also einen Verlust eher in rot beinhalten. Das Ziel des Tests ist es, viel Geld zu machen bei 100 Versuchen. Ich wünsche euch, für die es machen wollen, viel Glück. Es geht natürlich nicht um echtes Geld. Pausiert aber bitte das Video dann an der Stelle, weil ich natürlich gleich weitermache. Und ja, wenn ihr den Test gemacht habt, kehrt dann einfach wieder hierhin zurück. Lasst das Video hier laufen, dann geht's weiter. So, für jeden, der den Test gemacht hat, der wird gemerkt haben, ein Stapel hatte öfter einen höheren Gewinn als Verluste. Das Experiment wurde von Professor Dr. Matthias Brandt aus der Universität Duisburg-Essen durchgeführt, um das Unterbewusstsein zu erforschen. Die Probanden konnten im Durchschnitt nach 80 Versuchen bewusst erklären, warum sie vorhersehen konnten, in welchem Stapel der Gewinn liegt, das heißt, welchen Stapel sie wählen mussten. Allerdings hat man auch Schweißabsonderungen an den Händen gemessen, und zwar so, wie sie bei Stress auftreten, denn da nehmen die Schweißabsonderungen zu. Und da konnten bereits nach 10 Karten Stress vor der Wahl eines falschen Stapels gemessen werden. Das heißt, obwohl wir selbst noch gar keine Idee hatten, welchen Stapel wir wählen sollten, hat unser Unterbewusstsein das schon gewusst. Und das bereits nach 10 Karten. Also 8-mal schneller, als wir uns überlegt haben, welcher jetzt anhand, sage ich mal, unserer statistischen Analyse besser ist. Machen wir noch ein kleines Experiment. Ich mache hier ein paar Fragen und ihr notiert euch die Antworten, ja? Bereit? Okay, los geht's. Erstens, wie lautet der berühmteste Satz aus der Star Wars-Reihe? Zweitens, wann und wo bzw. woran starb Nelson Mandela? Drittens, wie lautet der berühmteste Satz aus Star Trek? Okay, kommen wir mal zu den Lösungen und auch damit zum Verstehen, was hier passiert. Der berühmteste Satz aus der Star Wars-Reihe lautet nach den meisten Leuten: Luke, ich bin dein Vater.
Tatsächlich ist es aber so, das hat er nie gesagt. Es heißt immer, nein, ich bin dein Vater. Link, den ihr dort seht, kommt natürlich wieder unten in die Videobeschreibung, braucht jetzt nicht abtippen, wenn ihr es mir nicht glaubt. Zweitens, wann und wo bzw. woran starb Nelson Mandela? Sehr viele Leute wollen sich daran erinnern, dass er in den 80er Jahren im Gefängnis gestorben ist. Woran wissen die meistens nicht mehr, aber das ist die Erinnerung. Tatsächlich ist er am 5. Dezember 2013 an einer Lungenentzündung gestorben. Und wie lautet der berühmteste Satz aus Star Trek? Die meisten werden jetzt sagen, ja klar, beam me up, Scotty. Tatsächlich taucht dieser Satz nie auf, sondern es heißt, beam me aboard. Okay, was will ich euch damit beweisen? Ich will euch beweisen, dass es einen Effekt gibt. Und dieser Effekt, bei dem wir falsche Erinnerungen Großmenschgruppe erhalten, wird als Mandela-Effekt bezeichnet. Und bedeutet einfach, viele Menschen erinnern sich felsenfest an Dinge, die aber eigentlich nie passiert sind. Dieses kollektive Auftreten ist bisher nicht erklärbar. Manche Physiker und Psychologen vermuten, es handele sich um die Vermischung sehr emotionaler Erinnerungen aus einem Paralleluniversum, in dem die Geschehnisse wirklich so stattgefunden haben. Das ist natürlich nicht bewiesen. Das wäre auch sehr schwer zu beweisen. Auch ist es von unserem Gedächtnis üblich, Lücken logisch zu füllen, ohne dass wir dies bemerken. Das heißt, unser Unterbewusstsein gaukelt uns eine felsenfeste, sichere Erinnerung vor, damit wir überhaupt in der Lage sind, eine Entscheidung zu treffen. Auch wenn die Erinnerungen eventuell falsch provisorisch aufgefüllt wurden. Klar, macht einfach ja auch deutlich mehr Sinn. Dieser Effekt wird Konfabulation genannt und wir können uns unserer Erinnerung folglich nicht sicher sein, da wir halt nicht wissen, welcher Teil wirklich Erinnerung oder nur eine plausible Ergänzung darstellt. Was lernen wir also insgesamt daraus? Erstens. Das Unterbewusstsein ist dominant und steuert uns maßgeblich und wir dürfen mal Glück haben, wenn wir bewusst ein bisschen daran teilhaben. Zweitens. Nur in wichtigen Fällen wird das Bewusstsein überhaupt zugeschaltet, erhält aber bereits immer schon interpretierte Daten, sodass das Unterbewusstsein nur ergänzt. Drittens. Jeder nimmt die Welt anders wahr, da sein Eindruck von der Welt bereits eine geformte Interpretation ist. Das heißt, was für uns richtig ist, ist nicht zwingend für andere richtig. Viertens. Unsere körperlichen Signale sind deutlich zuverlässiger als unsere Gedanken. Das heißt, im Zweifelsfall sollten wir bei Entscheidungen auf unsere Körpersignale achten und diese zumindest mit unseren Gedanken abgleichen, im Zweifel also lieber auch auf das Bauchgefühl hören, da dies halt viel effizienter arbeitet. Ich verweise hier auf den Iowa Gambling Test. Fünftens. Wir können uns nicht zu 100% auf unsere Erinnerungen verlassen und müssen halt akzeptieren, dass wir uns eventuell auch dann irren, wenn wir glauben, uns sicher zu sein. Bewaffnet mit diesem Wissen über unser Unterbewusstsein, der Psychologie, was dahinter steht und wie wir quasi mental ticken, möchte ich jetzt quasi mal sagen, steigen wir dann das nächste Mal ein und leiten daraus für uns praktisch relevante Sachen ab mit der Liebe und werden eigentlich auch sehen, dass wir vollkommen eigentlich unseren Biologie, unseren Hormonen unterworfen sind und uns selbst nur ganz geringfügig austricksen können. Bis dahin verabschiede ich mich auf jeden Fall. War schön wieder, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, es war für euch auch interessant. Würde mich natürlich über eine gute Bewertung freuen. Daumen hoch, Kommentare könnt ihr natürlich auch immer gerne hinterlassen. Finde ich teilweise sehr interessant, was da gefragt wird. Und ich hoffe, wir sehen uns beim zweiten Video weiter, wo wir ein bisschen mehr über die wunderbare Welt der Liebe lernen. Tschüss!